Geocachende Prominente. Gibt es die überhaupt? Also Promis, die das Spiel Geocaching betreiben? Die Antwort ist ja. Und wer alles Geocaching macht, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Bis gleich. Wenn ihr Geocaching betreibt und aus dem deutschsprachigen Raum kommt, was anzunehmen ist, wenn ihr dieses Video schaut, dann ist euch sicherlich schon mal Bernhard Hoeker begegnet. Der kleine Comedian, ich habe gut reden, bin selber auch nicht so groß, egal, ist vermutlich der bekannteste Geocacher aus dem deutschsprachigen Raum. Er hat mehrere Bücher schon dazu veröffentlicht, Aufzeichnung eines Schnitzeljägers war das erste, gibt aber noch ein paar weitere, die dann eher so Bildbände wurden oder hat auch an dem offiziellen Geocaching-Guide mitgearbeitet. Und er ist ja nach wie vor in vielen Medien präsent, hat teilweise eigene Shows, genial daneben ist er mit präsent und macht ziemlich viel, hat eigene Comedy-Solo-Programme und ist sicherlich einigen Geocachern von euch bekannt. Das Buch ist sehr, sehr unterhaltsam und wenn ihr euch mit Geocaching auseinandersetzen wollt und so eher einen humoresken Zugang dazu finden wollt, dann würde ich das sehr ans Herz legen. Es gibt einen weiteren Comedian aus Deutschland, der das Spiel Geocaching ebenfalls betreibt und sehr, sehr gerne macht und dafür auch einsteht und das auch publiziert hat. Das ist Ingo Oschmann mit seinem Buch Jäger des versteckten Schatzes. Auch sehr gut, gutes Überblickswerk und ebenfalls sehr unterhaltsam geschrieben. Ingo Oschmann ist nicht nur Geocacher und Comedian, er war auch im Fernsehen, ist es auch hin und wieder, hat tolle Shows, Mixshows, wo es um Zauberei geht, wo es um Comedy geht, wo er auch liest aus seinen Werken. Und ein sehr, sehr guter Freund von uns, würde ich sagen. Ich freue mich immer, wenn wir es zusammen machen können. Dann gibt es Gerüchte, dass auch Sonja Zietlow, die Moderatorin vom Dschungelcamp, hin und wieder Geocaching betreibt. Aber ich glaube, ihr Nutzername ist nicht bekannt und allzu sehr äußert sie sich selber auch nicht dazu. Er senkt das nicht so ganz an die große Glocke. Manuel Andrack, der ehemalige Sidekick von Harald Schmidt, ist eher im Bereich Wandern unterwegs, aber auch er hat sich schon mit Geocaching auseinandergesetzt. Dann, das war so, glaube ich, aus dem deutschsprachigen Raum. Es gibt bestimmt noch ein paar mehr, aber das sind die, die zumindest hin und wieder schon mal darüber geredet haben. Dann gehen wir mal international. Ein James-Bond-Darsteller ist ein leidenschaftlicher Geocacher, und zwar Pierce Brosnan. Er wurde schon häufig dabei gesehen und machte auch kein Geheimnis draus. Also James Bond geht Geocachen. Der vermutlich bekannteste Mensch, der Geocaching betreibt, ist Hugh Jackman, der Darsteller von Wolverine in den X-Men-Filmen und natürlich auch Schauspieler von vielen anderen Charakteren in ganz, ganz tollen Filmen, hat auch mal getwittert, dass er gerade einen Geocache sucht, wird das vermutlich häufiger machen. Dann Will Wheaton, einigen von euch vermutlich besser bekannt als Wesley Crusher, der Sohn in Star Trek, also in Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert, der jüngste Schauspieler dort. Auch der ist ein leidenschaftlicher Geocacher, macht das sehr gerne, hat übrigens auch einen ganz tollen YouTube-Channel, wo er Spiele testet, da war auch Geocaching schon mal dabei. Ansonsten ist er sehr, beschäftigt er sich sehr mit Rollenspielen, mit Brettspielen, mit Spielen aller Art eigentlich. Ist ein richtiger Nerd, aber hat eine sehr unterhaltsame Art und Weise, das rüberzubringen. Also auch er ist Geocacher. Das war's. Es gibt garantiert noch eine ganze Menge mehr, aber das sind die, die jetzt so ad hoc mir einfallen und vielleicht auch euch bekannt sein können. Es gibt noch jemand, der hat in den USA mal Jeopardy gewonnen, der ist auch sehr versierter Geocacher. Das sind so ein paar Beispiele. Wenn euch noch mehr einfallen, wenn ihr es von weiteren Prominenten wisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht gibt es ja hierzu nochmal eine zweite Folge, wo ich das dann auch nochmal aufgreife. Das war's. Habt einen schönen Tag. Bis bald.